Meint er jetzt, er wäre jetzt irgendwie, keine Ahnung, also Linksextremisten sind ja nun gerade nicht Establishment. Linksextremisten sind so sehr Establishment, also sie sind nicht Establishment, die Gewalttätigen sind nicht Establishment im Sinne von, sie sind Teil der Führungsriege, aber sie sind gewünschtes Instrument der Führungsriege. Ja. Deswegen ja, also haben wir eine Juliane Nagel, die bei Lina E. bei der Hausdurchsuchung, also bei der Tante, die mit Polizeiuniform eingebrochen ist bei den Häusern von irgendwelchen Rechten und denen die Beine malträtiert hat, die Beine gebrochen hat mit Hämmern. Deswegen steht die da auf der Matte. Eine hochrangige Politikerin aus Leipzig steht da auf der Matte, innerhalb von 10 Minuten, wo die Hausdurchsuchung losgeht. Ja, also die sind vernetzt mit dem Establishment.